Hallo und herzlich willkommen, Leute, zur 15. Folge von Minecraft Aterra. Zwei Leute sind bereits drauf und ich habe Angst, dass ich übrigens sterbe jetzt, ne? Denn ich könnte außerhalb der Border sein. Aber ich bin es nicht. Ja, oh Gott, ich bin sogar recht weit weg. Aber die Frage ist, wo bin ich? Und vor allem, warum habe ich so niedrige FPS, Mann? Die Welt muss erst sich wieder generieren und das ist gar nicht gut. So, wo, in welche Richtung? Die Richtung ist es nicht, sondern die hier. Das ist die perfekte Richtung. Da müssen wir lang. Ja, nach oben, nach unten, ich weiß es nicht. Das sieht nicht gut aus. Ja, wo müssen wir hin? Ich versuche mir mal so einen Tunnel oder sowas zu bauen, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal ganz sachte. Ja. Tja, das war jetzt etwas blöd. Ja, meine Familie meinte jetzt, mein Zimmer betreten zu müssen. Und ja, ist dann natürlich etwas ungünstig. So, ihr wisst ja, warum ich diese Tunnel baue. Ganz einfach, ich suche danach, also nach dem Ausgang aus diesem gottverdammten Nether. So, eigentlich ist das Ding kaputt. Stack Netherrack haben wir wieder back in business und es leckt. Vielen Dank dafür. Scheiß Minecraft hier. Alter, das ist aber auch so ein Scheiß mit diesem Inventar-Crap, ne? So, welches Item, das ich brauche, habe ich nicht aufgehoben? Die Bücher. Perfekt. Alter, diese Koordinaten, ne? Wie weit denn noch? 217 erst. Vor allem, dass es hier keinen richtigen Weg gibt, Mann. Hä? Ja, wow. Nein, es ist mein Scheiß in. Ey, es ist so unfassbar, ne? Ich versteh's nicht. Seit ein paar Tagen. Ja, guck mal, wow, es leckt schon wieder. Ach nee, gar nicht. Es hat sich wieder aufgefüllt, oder? Ne, scheint in Ordnung. Lol, zwei Balken, ja, als ob. Ja, seit ein paar Tagen ist unser Internet so scheiße, ne? Ganz ehrlich, ich kotze hier gleich hin. Was soll denn das? Was soll sowas? Und die bewegen sich jetzt eigentlich gerade recht flüssig. Vier Balken, ja. Mann, ich hasse es wirklich, so ein scheiß Internet, ne, zu haben. Weil es auch jetzt seit ein paar Tagen wieder so ist. Drecks. Ja, wow. Ich werde jetzt. Ja, ich wusste es. Ich werde sterben. Wow. Danke. Du scheiß Huren-Internet, Mann. So eine Drecksscheiße, ganz ehrlich. Scheiß Telekom, Mann. Was können die eigentlich? Gar nichts können die. Unfassbar.
Muss ich den jetzt auch noch schreiben? Wow, jetzt durfte ich einen scheiß Fire Resistance Trank dafür verwenden, mich aus einer Situation zu retten, in die ich normalerweise nie gelangt wäre, wenn dieses Internet funktionieren würde, ne? Wo mein Drecks, diese scheiß Festung ist, weiß ich immer noch nicht. Und ich kann mich doch nicht schon wieder über Lava bauen. 7 Minuten noch. Weil ich verstehe es nicht, eben funktioniert es doch. Da kommt meine Mutter nach Hause und ist es kaputt. Zufall? Ich glaube nicht. Okay. Ich warte jetzt bei jedem auf das Setzgeräusch. Nur wenn das Geräusch kommt, ist der Block sicher gesetzt. Obwohl, im Moment kann ich ja sogar bauen, weil ich kann mich ja wieder rausretten. Scheint also ganz... So eine dreckige Kacke, ne? Guck dir an, das ist so lächerlich! Ja, wow, ganz ehrlich. Ich schreie hier gleich noch mehr rum. Jetzt sowieso schon. Es ist zum Kotzen! Junge, halt die Schnauze, Mann, was ist das denn? Ich sollte mal aufhören, die ganze Zeit nur so rumzubeleidigen. Ich schrei gleich richtig, ne? Wisst ihr das eigentlich? Wie lange geht denn noch? 5 Minuten. Wie soll ich so hier mal so einen Kampf machen, wenn das nicht die nächsten paar Tage endlich mal besser wird? Aber ich befürchte nein, weil gestern war das genauso scheiße. Ach, dahin ist das Portal. Wenigstens ein Lichtblick am heutigen Tage. Es wäre echt cool, wenn sie mich nicht angreifen würden, aber ich finde gerade echt eine scheiß Idee, dass ich hier jetzt zum Dings gehe, weil, wie gesagt, ich werd locker verrecken, wenn die mich sehen. Ich frage sie. Ja, die Nachrichten kommen auch so scheiß zeitversetzt an. Das ist richtig... Ja, zum Kotzen. Anders kann man das nicht beschreiben. Darf ich mich hier hochbauen? Hä, wie? Ach, davon hatte ich schon... Ja, wow. Das wusste ich nicht. Dass ich davon schon welche im Inventar hatte. Oh, ich habe wieder 5... Nee. Habe ich doch nicht. Was zum Henker passiert hier gerade? Ich habe zwar wieder 5 Balken, aber ich bezweifle, dass es wieder gut funktioniert, gut läuft. Ich befürchte sogar, dass es wahrscheinlich wieder extrem scheiße läuft. Okay, Leute, wir müssen gleich tatsächlich den Sprung durch das Tor wagen. Durch das Tor der Hölle. Und ich bete, wirklich, ich bete jetzt gerade so sehr, dass die nicht da sind. Okay, das wird jetzt ultra riskant. Ich hoffe wirklich, die sind nicht hier. Und doch, habe ich eben verkackt. Ich habe in einem Video gesehen, dass ich diese 37 Federn da drin gelassen habe und wollte mich am liebsten erstmal selber ohrfeigen. Doch zum Glück sind sie noch da. Boah, das ist mal ein anderes, ganz anderes Gefühl hier. Laggend durch die Gegend zu laufen und Angst zu haben, gekillt zu werden. Ich glaube, wir sind entkommen da aus der kritischen Gegend. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass uns allgemein nichts passiert. Ah, Flint.
Sehr schön. Das brauche ich jetzt ja. Ich wollte ja Pfeile farmen, sowieso. Oh, ich glaube aber, jetzt funktioniert das Internet wieder einigermaßen. Wenn es bis zum Ende der Folge relativ stabil ist, dann lasse ich mich vielleicht sogar auf den Kampf mit den beiden ein. Aber auch nur dann. Sonst natürlich nicht logisch. Wer lässt sich schon auf den Kampf ein, wenn er komplett am Lenken ist? Niemand, der bei klarem Verstand ist. So viel steht fest. Aber da ich noch relativ bei klarem Verstand bin, oder auch nicht, das Gegenteil wurde bewiesen, denke ich, ah, ein Ei. Gravel vielleicht, irgendwie, danke. Mann, dieses scheiß Wasser, komm schon, so. Ihr merkt doch schon, dass ich diese Folge jetzt nicht so kommentierfreudig bin. Es liegt einfach daran, dass ich eben hier mit diesem Internetproblem leider, das mich gerade sehr beschäftigt, ziemlich am Nachdenken bin und eben auch vor der drohenden Kampfgefahr ein bisschen eingeschüchtert bin. Ich will jetzt nicht unbedingt im Wald diese Gravel-Sachen machen. Deswegen 10 Minuten auf dem Server. Scheint jetzt inzwischen ganz gut zu sein. Und vor allem ist mir kalt. Das merke ich gerade jetzt erst. Meine Hand ist richtig kalt. Oh shit. Ich will deren Rüstung wissen. Dann entscheide ich mich, ob ich kämpfe oder nicht. Oh, verdammt, warum ist mir so kalt? Es ist eigentlich richtig warm im Zimmer. Ich habe die Heizung auf 2 und alles. Vielleicht die Nervosität wegen des Internets? Ich glaube tatsächlich, das ist es. Ah, 16 Gravel. Das ist ja schon mal eine ganz nette Anzahl. Reicht jetzt für meine 59 Federn allerdings noch nicht ganz. Okay, keine Angst, ich will jetzt keine 59 Flint sammeln. Aber keine Ahnung. Wie viel kriegt man pro Stück? Also wenn ich 20 hätte, würde ich 60 Pfeile haben. Das wäre dann ja schon mal ein Anfang zumindest. Aber, nee, da hätte ich dann schon lieber was Besseres. Okay, das sieht sehr interessant aus. Wenn ich sie von hinten überraschen könnte, wäre das geil irgendwie, ne? Aber ich habe leider gar keine Ahnung, wo die sind. Und deswegen wird das wohl nichts werden. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Boah Gott, warum ist mir so verdammt nochmal kalt? Nein, ich werfe sicherlich nicht die Goldäpfel aus dem Inventar. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Sticks. Und zwar jede Menge Sticks. 32 reichen auf jeden Fall. Okay, ein Stack und 50. Das ist ein solides Ergebnis. Gut. Horizon hat den Server verlassen. Apex wird wahrscheinlich folgen. Dann ist das Ganze beschlossen. Was ist los? Das frage ich ihn mal. Oh, da drüben ist eine Kuh. Sehr gut. Er ist ausgetimt. Ich schreibe ihm mal. Meinem Inet scheint es besser zu gehen. Wollen wir fighten? Oh. Tschüss. Ja, bleib mal stehen jetzt. Perfekt. Er scheint jetzt mein Angebot nicht annehmen zu wollen. Boah. Aber das würde sich dann wohl nochmal überlegen müssen.
Ich hoffe nur, die 1.8 spielt mir wieder nicht irgendeinen Streich. Die hat es nämlich gerne so mal, dass sie einfach nicht schlägt, obwohl ich klicke. Das wäre dann ziemlich zum Kotzen. Ich sehe gerade, ich habe ja noch ein Programm im Hintergrund an. Habe ich mal ausgemacht. Vielleicht geht es dann jetzt auch noch ein Stück besser. Wenn mir doch nur nicht so kalt wäre. Dann wäre das viel schöner. Baum. Okay, dazu ist das Blaue nicht mehr gereicht. Und auf meine Frage scheint der gute Apex auch keine Antwort haben zu wollen, also angeben zu wollen. Das ist nicht schön. Naja, was soll man tun? Also am Spawn scheinen sie nicht zu sein. Komisch. Aber was heißt komisch, ne? Es ist ja verständlich, man muss ja auch nicht die ganze Zeit am Spawn rumgammeln. Aber so groß ist die Welt ist... Oh, fuck, Mann, das war das Schaf, oder? Nee, hä? Wer hat da einen Block abgebaut? Hä? Wer zum Henker hat da gerade einen Block abgebaut? Das Schaf war es ja nicht, oder ist es etwa instant wieder nachgewachsen? Er scheint meine Frage nicht beantworten zu wollen. Okay. Ist völlig legitim. Er hat seinen Part beendet. Und One-on-One willst du wahrscheinlich nicht. Okay. Alles klar, Leute. So. In der kurzen Zeit können wir doch nochmal ganz kurz was vornehmen. Power. Warum nicht? Dann noch... Oh, oh, nee, das lieber nicht. Ich glaube... Ich brauche dringend eine Kiste. Und das, die werde ich mir deshalb ganz schnell machen. Oh, mit einem Holzblock komme ich da nicht weit. Ey, ich kotze gleich... Diese scheiß Bücher und alles. Alles ist komplett falsch hier. So, rein mit dir, verdammte Axt. Nein! Mann, ich... Kotze gleich hin, ich krieg jetzt einen Strike, wow. Passt schon. Boah, gerade noch so, Mann. Es kommt im Chat eine Nachricht, wenn man zu lang drauf ist. Und weil ich hier nicht quatschen kann, ist es jetzt ganz knapp geworden. Ich habe mich leicht vertippt, aber ich hoffe mal, die werden das trotzdem als Protektorat ansehen. Okay, Spaß. Ja, also das war es von 15 Part. Er war etwas durchwachsen, sehr seltsam, was an meinem geilen Internet lag. Ja. Da bin ich auf jeden Fall top motiviert, wenn ich sowas habe. Und ja, das war der 15. Part von Minecraft.de. Bis zum nächsten, Leute. Ciao.